Ja, das Beste, was du tun kannst, ist natürlich eine Frage, wer das man fragt. Und dann kommst du ganz eine unterschiedliche Antwort über. Das Beste, was du tun kannst, ist dich nachher beim Reichen zu melden. Zum Beispiel für das 100 Pro. Ein Brunner würde sie sagen, das Beste ist, du gehst suchen, aber noch besser ist beten vorher. Und wieder andere würde sagen, das Beste ist einfach Gott vertrauen und loslassen. Ja, was ist das Beste, was wir tun können? Gerne stelle ich mir so eine Situation vor mit meinem Computer und der will nicht ganz so, wie ich denke, dass er sollte. Und dann merke ich, ich bin dieser Situation nicht gewachsen und dann merke ich, das macht etwas mit mir. Und dann kommt jemand und sagt, hey Andreas, gang auf die Seite, ich checke das, ich weiss, wie das läuft, ich mache das für dich. Dann gehe ich auf die Seite und ich merke, wie die Person meine Probleme löst. Und ich denke einfach, das ist einfach das Beste. Das ist einfach das Beste, was du machen kannst, dieser Person, die Kompetenz hat, den Raum zu geben, den sie braucht, dass sie ihre Fähigkeit ausleben kann. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich in unserem Alltag so. Wenn wir anstehen, wenn wir in Schwierigkeiten kommen, dann stellt sich vielfach die Frage, was ist denn eigentlich das Beste, was wir tun können in dieser Situation. Wir wollen ja dann das Beste. Und das Beste ist natürlich, wenn jemand kommt und sagt, ich habe es im Griff, ich kann deine Probleme lösen. Und dann ist wirklich das Beste, was wir tun können, zu sagen, ich überlasse dir. Machst du. Ja, und das ist genau der Inhalt des heutigen Predigttextes. Das ist relativ kurz, aus den Sprüchen, ein Vers. Und dort heisst es, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn der Text auf dich losschlägt, aber ich sage dir eins, der Text, der hat es in sich. Gott sagt, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Es sind drei Sachen, die ich aufzeigen möchte aufgrund von dem Text. Und zwar geht es hier darum, um die Frage, wer das du bist. Genau. Wer bist du? Es wäre jetzt interessant, mit dir darüber zu reden, wer bist du? Ich merke, wenn Leute mich fragen, zum Beispiel, ja, wer bist du? Dann rattert es bei mir und dann denke ich, was soll ich jetzt sagen? Ich weiss nicht, was du denn sagst. Aber wenn jemand kommt und sagt, ja, Andreas, wer bist du? Und dann sage ich, ja, ich bin der Andreas. Und dann würde die Person sagen, du, ich habe dich nicht nach deinem Namen gefragt. Ich habe wissen, wer du bist. Ja, ich bin gelernter Landwirt. Dann würde die andere Person sagen, ich habe nicht gefragt, was du gelernt hast. Ja, ich bin Prediger. Ja, ich habe dich nicht gefragt, was du jetzt gerade machst. Ja, ich bin der Mann von Elisabeth. Ja, ich habe dich nicht gefragt, mit wem du verheiratet bist. Ja, ich bin ein Baumer. Ja, ich habe dich nicht gefragt, wo du wohnst. Und dann merkt ihr vielleicht, wie schwierig dass die Frage eigentlich ist. Wer bist du? Und eine gute Antwort darauf zu finden, das ist unglaublich wichtig. Und dann habe ich gemerkt, beim Vorbereiten, das ist eine ganz spannende Geschichte, weil wir können uns nicht selber sagen, wer wir sind. Das geht nicht. Wir können uns nicht selber sagen, wer wir sind. Es braucht irgendjemand anderes, der uns das zuspricht, wer wir sind. Und dann geht es auf. Und sonst kommen wir auf einen ganz schrägen, komischen Weg. In unserem Alltag gibt es ja Haufen so Stimmen. Jetzt sage ich, ich bin der Beste, ich bin der Stärkste. Jetzt sage ich, ja, wer sagt dir, dass du das bist? Ich bin ein Winnertyp. Das sind also die positiven Situationen. Aber man kann natürlich dann auch sagen, ich merke, ich bin nicht gut genug. Ich müsste eigentlich ein besserer Mensch sein. Ich müsste etwas anderes machen, aber ich schaffe es einfach nicht. Und so weiter und so fort. Ja, wer bist du? Oder ich könnte noch anders fragen, wer sagt dir denn, wer du bist? Sind es denn deine Erfahrungen? Oder sind es deine Gefühle? Oder sind es die Mitmenschen? Ja, natürlich. Wenn jemand sagt zu mir, Andreas, du bist ein Cooler, dann finde ich das natürlich schön. Nur muss ich sagen, das ist sehr subjektiv. Wer sagt mir denn, wer ich bin, wo ich nachher sagen kann, auf das kann ich mich verlassen? Und das ist so gewaltig in dem Text drin, gell? Da sagt Gott, gib mir meinen Sohn. Er redet von meinem Sohn. Also ich bin ein Sohn Gottes. Ich weiß nicht, was euch gerade durch den Kopf geht, wenn ich das so sage. Ich bin ein Sohn von Gott. Vielleicht denkt jetzt ist er gerade ein bisschen durchgedreht. Wenn ich würde sagen, ich bin ein Kind Gottes, dann würde er sagen, ja, das verstehe ich, das kann ich einordnen.
das sind wir uns irgendwie gewohnt. Aber ein Sohn von Gott? Okay, genau, nur schon die Überlegung, was ist denn das eigentlich, wenn ich ein Kind von Gott bin? Was heisst das? Und dann noch eine andere Dimension, was heisst das, wenn ich sage, ich bin ein Sohn von Gott? Genau, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein Millionär, dann merke ich, okay, das bin ich gerade nicht, aber wenn ich das wäre, dann würde das mein Leben ganz massiv verändern. Dann wäre ich mit Sachen konfrontiert, wo ich sonst nicht konfrontiert wäre. Und wenn ich jetzt sage, ich bin ein Sohn von Gott, dann komme ich auch in eine andere Dimension hin und plötzlich passieren Sachen. Sachen werden zu einer Realität, die sonst eben nicht sind. Gut, ich merke, das sprengt irgendwie mein Vorstellungsvermögen. Kind Gottes, ja. Aber was ist denn noch schon ein Kind? Gell? Ein Kind kann ja nichts dafür, dass es da ist. Es ist einfach dann da. Und es darf dann erleben, wie die Eltern da sind und so dem Kind schauen. Und dann kommt so das Kind sein als Inbegriff von der Sorglosigkeit und vom Vertrauen, blindes Vertrauen in die Eltern. Und das treffen wir ja zum Beispiel auch dort bei Jesus, wo die Menschen mit ihren Themen zu ihm kommen. Und dann sagt er ihnen, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Also er bringt das sehr gut auf den Punkt und sagt, wenn du einen Vater hast, der zu dir schaut, dann musst du dir über die existenziellsten Fragen von deinem Leben keine Gedanken machen. Dann kannst du frei sein. Das ist Kind sein. Ich bin frei, ich bin locker. Da ist jemand da, ein Vater, der schaut. Und wenn der Vater nicht da wäre, dann hätte ich ein riesen Problem und ich wäre total überfordert. Also ihr spürt, wie wichtig das ist, das Bewusstsein, wer bin ich? Und wenn ich kann sagen, ich bin ein Kind von Gott und der himmlische Vater, der hat mich gern und er sorgt für mich, dann merke ich, dann bin ich wirklich in einer ganz anderen Dimension. Jetzt ist es aber so, dass unser Text nicht von Kind redet, also im Sinn von «Gib mir mein Kind dein Herz», sondern er sagt «Gib mir mein Sohn». Und das ist jetzt noch ein bisschen eine Ausdeutung nötig. Gell? Ein Sohn, wenn zum Beispiel der Paulus von Sohnschaft redet, dann macht er das im Zusammenhang von einer Berufung oder von einer Verpflichtung. Also du kannst dann denken, ein Kind, das ist wirklich frei, das ist eben kindlich. Aber ein Sohn, der ist schon von seiner Persönlichkeitsentwicklung auf einer anderen Ebene. Von einem Sohn wird etwas anderes erwartet als von einem Kind. Und das können wir ja eigentlich auch. Wenn ich einfach denke, ja, ich habe mich bekehrt, jetzt bin ich ein Kind von Gott, dann sage ich, ja, das ist ja schön. Aber jetzt ist die Frage, ja, und was ist denn passiert? Ist jetzt etwas passiert in deinem Leben? Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, Jesus nachzufolgen, ist dann nachher etwas passiert bei dir? Bist du reif geworden oder nur älter? Und dann sagt man ja, älter wird man von selber, aber reif eben nicht. Und das beschreibt Paulus in Epheser 4. Er sagt dort, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Also das ist eine Herausforderung. Oder? Wir sollen verändert werden, wir sollen umgestaltet werden. Und dann beschreibt er das weiter. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder falschen Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Also er sagt da, wenn du ein Kind von Gott bist, dann geht nachher ein Reifungsprozess los. Das muss sein. Und wenn der Reifungsprozess nicht stattfindet, dann ist irgendetwas leer gelaufen. Aber Gott möchte, dass wir auch im Glauben, in unserem geistlichen Leben erwachsen werden, reif werden. Und das ist eine faszinierende Geschichte. Die ist so faszinierend, dass wir das nicht nur im Geistlichen sehen, sondern auch in unserem leiblichen Leben.
Und da gibt es Leute, die haben ihr Leben lang geforscht an dem Thema, wie werden Menschen erwachsen. Also wir denken vielleicht, ja, wenn genug ist und so, ein bisschen zu dir schaust, dann wirst du von selber erwachsen. Aber das ist nicht gemeint. Es geht wirklich um Reife. Wie wird ein Mensch reif? Und dann merken wir, ein Mensch wird nicht einfach durch Essen und Trinken und sich anlegen reif. Sondern das ist ein anderer Prozess, der hier abläuft. Einer, der sich ein ganzes Leben lang mit dieser Frage auseinandergesetzt hat, das ist der Erik Erikson. Und der hat sich gefragt, eben, wie wird ein Mensch erwachsen? Ich habe da so eine Tabelle mitgenommen von ihm und ich sehe da oben durch so die Altersspannungen, 1 bis 2 Jahre, 2 bis 4, 4 bis 5 und so weiter. Und dann sagt er, in jeder Phase hat es eine Frage, wo sich der Mensch unbewusst stellt. So das 1- bis 2-Jährige stellt sich zum Beispiel die Frage, ist die Welt sicher? Das Baby ist da und stellt die Frage unbewusst, ist die Welt sicher? Und wenn das Baby merkt, dass die Welt sicher ist, dann kommt das Vertrauen über und eine Ruhe. Und das ist nachher dann eine Grundlage für die ganze Weiterentwicklung. Wenn es aber den Eindruck hat, nein, die Welt ist nicht sicher, das ist gefährlich auf dieser Welt, dann gibt es eine Verunsicherung. Und es gibt Zweifel und Misstrauen, das ist dann die Grundlage, die es auch wieder mit hineinnimmt ins Leben hinein. Und jetzt ist das Spannende, das geht ja durch verschiedene Phasen durch. Und dann sagt er, in jeder Phase hat es einen Konflikt. Also das ist einfach automatisch, wenn du ein Problem hast, musst du nicht denken, jetzt ist etwas Abnormales passiert, sondern das ist einfach so. In jeder Lebensphase gibt es einen Konflikt und die Frage ist, wie dass du mit dem Konflikt umgehst. Wenn du den Konflikt gut löst, wenn du mit dem gut umgehst, dann kommst du Kompetenzen über, dass du den Konflikt von der nächsten Phase kannst gut angehen. Wenn du aber die Thematik, wo du drin bist, das Problem nicht gut löst, dann bleibst du stehen. Du kommst einfach nicht weiter. Und das ist eine riesige Not. Gell, wenn man das sieht, noch schon in unserem Alltag, einfach, wenn Menschen ihre Themen nicht gut lösen, dann wird es einfach schwierig. Und es wird mit dem Älterwerden nicht einfacher. Und jetzt ist das Verrückte so, dass es im Geistlichen genau gleich ist. Gott lässt all diesen Konflikt so in unserem Leben, nur sagt er dem anders. Er sagt dem Erziehung. Gott will uns erziehen. Wir lesen das zum Beispiel in Hebräer 12, wo es heisst, außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Ich habe für mich einfach gemerkt, wenn ich Situationen, schwierige Situationen in meinem Leben anschaue als eine Erziehungsmassnahme von Gott, dann bin ich auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe eine ganz andere Einstellung zu dieser Geschichte. Und sonst denke ich einfach, oh, was haben die wieder studiert, was haben die jetzt wieder für einen Kappis gemacht? Und dann fühle ich mich schnell als Opfer und das nervt mich. Ja, und dann wird es eine schwierige Ecke. Aber wenn ich frage, okay, jetzt passiert das und das passiert mir so, dass ich denke, das will ich gar nicht, es nervt mich auch, es ärgert mich auch. Aber dann kommt die Frage, Gott, was willst du mir durch das sagen? Jetzt wird ja, mit dem Ärger wird ja mein Herz offenbar. Jetzt kommt es auf und jetzt habe ich die Möglichkeit, dort hinzuschauen und das zuzulassen, dass Gott selber durch seinen Geist dort hineinwirken kann. Ja, Gott erzieht uns. Ich muss natürlich sagen, Erziehung ist nicht etwas, das ich liebe. Also wenn ich so zurückdenke in meine Erziehung, was wir alles erlebt haben, dann denke ich, nein, Erziehung ist mühsam, weil dann darfst du nicht da machen, was du willst. Aber wenn ich heute zurückschaue, muss ich sagen, Gott sei Dank bin ich erzogen worden. Aber wenn mir das jemand hier in dieser Situation gesagt hätte, ja, du, deine Eltern meinen es ja nur gut mit dir, habe ich gedacht, ja, genau.
Ja, und das ist so wichtig, dass ich das realisiere, wenn ich in dem Erziehungsprozess inne bin, dann ist das normal, dass das schmerzhaft ist. Es ist auch immer wieder so, dass ich solche Prozesse nicht verstehe. Gell, es tut auch gut, wenn wir dann lesen in Hebräer 5, obwohl Jesus der Sohn Gottes war, lernte er durch sein Leiden gehorsam zu sein. Auf diese Weise machte Gott ihn vollkommen und er wurde der Retter für alle, die ihm gehorchen. Gell, und dann sage ich, ich wünschte mir natürlich ein einfaches Leben. Ich wünschte mir ein schönes Leben, ein komfortables, ein bequemes Leben, wo du einfach hinsitzen kannst und denken, es ist einfach alles cool und easy. Aber wenn das wäre, dann würde sich bei mir überhaupt nichts ändern. Nichts. Und Gott sagt ja, ich will dich ändern. Ich will dich umgestalten. Ja, und wie wirst du umgestaltet? Das passiert halt leider vielfach so, dass Gott uns einfach auf die Seite nimmt, uns aufs Abstellgleis stellt. Dann sind wir überfordert. Wir sind hilflos. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und dann kommt wieder die innere Software ob sie mit Ärger und Frust und Enttäuschung und vielleicht Vorwürfe und allem Wüstem. Oder dann sagen wir, Moment. Also Gott, was soll das? Und dann fange ich plötzlich die Geschichte aus einer ganz anderen Warte anzuschauen. Gut, wer bist du? Gell? Wer bist du? Und wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, dann sage ich, hey, wunderbar. Wunderbar, dass du das bist. Dann hast du eine gute Ausgangslage und dann musst du einfach wissen, jetzt kommt aber noch etwas anderes. Und das ist wirklich, jetzt kommt die Erziehungsmassnahme von Gott. Gott will seine Kinder erziehen. Jetzt, wenn du sagst, nein, ich bin kein Kind von Gott, hoppla, in Johannes 1 heisst es, wenn wir Gott Raum geben, wenn wir Jesus aufnehmen in unser Leben, dann haben wir das Recht, ein Kind von Gott zu werden. Und das ist etwas Gewaltiges. Also das ist wieder die Offenheit vom Herz, die es braucht. Und wenn wir Jesus Raum geben, dann sagt er, dann haben wir das Recht. Dann dürfen wir Kind Gottes sein. Ja, mit dem bin ich jetzt beim zweiten Punkt. Gott will dein Herz. Ja, was ist mit Herz gemeint? Gell, Herz, das ist etwas, was wir ja brauchen in unserem Alltag überall. Ein Handy hat ein Herz oder ein Gebäude hat ein Herz oder ein Schiff hat ein Herz. Und mit dem meinen wir immer, das ist das Zentrale, das Wichtige, das ist das, was darauf abkommt. Und wenn wir vom menschlichen Herz reden, dann ist nicht einfach die Pumpe da innen, sondern dann ist es biblisch gesehen der Ort, wo unser Willen ist, unser Denken, unsere Gefühle, wo unsere Lust ist oder unsere Begierde, also ein ganz zentraler Ort. Und jetzt kommt Gott und sagt, gib mir dein Herz. Gott sagt nicht, gib mir einen Teil deines Herzens. Gell? Das geht einfach nicht. Das Herz musst du einfach ganz nehmen oder dann lass es sein. Es gibt nicht halbe Herzen. Und das wissen wir ja auch in unserem Alltag, wenn wir irgendwie am Spielen sind und dann merken wir, die anderen spielen nur mit halbem Herz. Dann werden wir nicht mehr lange weiterspielen. Weil halbherzige Sachen, die befriedigen einfach nicht. Wenn du mit jemandem zusammen schaffst und du merkst, die andere Person, die ist nur mit halbem Herz dabei, oder du merkst es für dich selber, du machst eine Aufgabe, aber du machst sie nur mit halbem Herz, dann ist ganz sicher, dass das dich nicht wird befriedigen. Das ist eine Frage der Zeit, bis du sagst, für oben fertige Hören auf. Das ist auch in unseren Beziehungen so, oder? Wenn wir nur mit halbem Herz in einer Beziehung sind, dann wird das einfach nicht befriedigen. Also du kannst das überall nehmen, wo nur die Hälfte von unserem Herz dabei ist. Das wird dich nicht befriedigen. Und jetzt kommt Gott und sagt da, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist eine Aufforderung, die Gott macht. Er sagt, gib mir dein Herz und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Jetzt kannst du sagen, nein, will ich nicht. Behalte dich bei mir, ich will das nicht. Oder dann sagst du, okay, ich gebe das. Aber so wie ich das sage, das klingt viel zu einfach. Ich kann sagen, das Herz geben. Das Herz geben, das heisst alles geben. Und das macht man normalerweise nicht einfach so. Und vor allem, solange man den Eindruck hat, wir haben es selber im Griff und ich weiss selber, was gut ist, werde ich mich hüten, mein Herz jemandem zu geben. Ja, wie sieht denn ein Herz aus? Das war für mich eine interessante Geschichte, als ich das so nachgelesen habe in der Bibel. Wenn die Bibel auf eine negative Art vom Herz redet, dann sagt sie zum Beispiel, das Herz ist hart geworden.
oder das Herz ist verklebt oder starr oder es ist verhärtet, es ist unbeugsam, es ist stumpf. Das ist ja in unseren Beziehungen auch möglich, dass einfach das Herz zugeht, das Herz hart wird und dann weisst du, jetzt wird die Kommunikation einfach schwierig. Jetzt gibt es einfach Distanz. Ja, nicht gut. Okay. Ja, und das kann eben auch passieren in unserer Beziehung zu Gott. Und das Interessante ist, dass das eben im Herz passiert und nicht äußerlich. Äußerlich kann alles stimmen. Ich kann als Christ äußerlich leben, dass alle drei können, das ist alles super. Und es stimmt eben doch total nicht. Jesus sagt das dort in Markus 7, wo er das zitiert vom Jesaja: Dieses Volk irrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Und das ist so eine Tragik. Gell? Wenn du einfach in einer Form bist, rein äußerlich stimmt alles, aber du merkst, im Herz stimmt einfach nicht. Das Herz ist einfach nicht mehr dabei. Dann, spätestens dann müsstest du über die Bücher gehen und sagen, hallo, was läuft da? Das wird dich nicht befriedigen. So, mach so nicht weiter. Gut, jetzt schaue ich die positive Seite an vom Herz. Gell? Unsere Erwartung oder meine, dann denke ich, was ist denn ein schönes Herz oder ein gutes Herz? Das wäre natürlich ein geschmeidiges Herz, ein sanftes Herz, ein liebes Herz. Das wäre ideal. Das ist so meine Vorstellung. Und dann gehe ich wieder in die Bibel rein und dann merke ich, dort sieht das ganz anders aus. Was ist ein schönes Herz in den Augen von Gott? Ein zerbrochenes Herz, ein zerrissenes Herz, ein zerschlagenes Herz, ein durchbohrtes Herz, ein zersägtes Herz. Nun muss ich ehrlich sagen, das tönt überhaupt nicht gut, das tönt eher schmerzhaft und schwierig. Ja, und das ist eben jetzt wieder die Geschichte von dem Erziehungsprozess. Gott will uns erziehen. Aber er kann uns nur erziehen, wenn unser Herz dafür parat ist. Und leider ist unser Herz, gerade wenn es uns gut geht, wenn alles rund läuft, einfach nicht so parat, auf Gott zu hören. Gell, auf der anderen Seite lesen wir so Verse wie aus Psalm 34. Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Ein Herz, das zerbrochen ist und zerschlagen, das ist nicht angenehm. Das ist auch nicht etwas Schönes. Aber das Gewaltige ist, Gott legt einen Segen drauf. Stell dir vor, da haben zwei Personen miteinander Ärger. Und dann merken die, jetzt tun die ihre Herzen verhärten. Dann merkst du, es gibt keine Lösung. Es gibt kein Heil in dieser ganzen Geschichte. Wenn aber jetzt das Herz zerschlagen ist und zerbrochen, oder mit anderen Worten, wenn der Mensch bereit ist, sich zu demütigen, dann passiert ganz ein anderer Prozess. Dann ist plötzlich Heil möglich. Ja, Gott will uns erziehen. Gell? Das ist so ein wichtiger Punkt, dass uns das einfach bewusst ist. Gott will uns erziehen. Und wenn uns das nicht bewusst ist, dann kommen wir in Schwierigkeiten hinein und in Probleme und dann ziehen wir die falschen Schlüsse daraus. Dann denken wir, Gott hat sich von uns entfernt. Gott will nichts wissen von uns. Gott lässt ja nicht einmal mehr auf unsere Gebet. Wenn ich aber weiss, Gott will mich erziehen, dann weiss ich, nein, der ist nicht weit weg, der ist mir viel zu nah. Der ist ja so nah, dass er jetzt den Druck macht, dass es bei mir eine Veränderung gibt. Gib mir, mein Sohn, dein Herz. Das ist so unglaublich tröstlich. Gell? Ich weiss ja nicht, von was dass dein Herz voll ist. Aber unser Herz kann voll sein von allem Möglichen. Mit unseren Gedanken, mit unseren Vorstellungen. Wir können schon daran denken, an die Arbeit, an Probleme, an Sorgen. Wir können denken an das Geld oder Beziehungen. Wir machen Gedanken, einen Blick auf die Zukunft und kommen vielleicht einen Horror über. Dann merken wir in unserem Herzen, da hat es Sorgen, es hat Ängste, da ist Enttäuschung, da ist Frust, da ist Wut, das ist nur schwierig. Und jetzt kommt Gott und sagt, hey, gib mir dein Herz. Gib mir dein Herz. Tu es nicht selber kücheln, schau nicht selber dazu, sondern gib mir, mein Sohn, dein Herz. Und das heisst wirklich mit all diesen Sorgen, mit all diesen Problemen, mit all diesen Fragen, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ja, und das ist ja genau das, was der Petrus auch schreibt im 5. Kapitel vom 1. Brief. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Das ist eben der Vater,
Das ist eben der Vater, der sorgt. Das ist der Vater, der schaut, der Vater, der sagt, ich bin da für dich. Ich schaue auf dich und ich sorge mich um dich. Und mit dem komme ich zum letzten Punkt. Gott will deine Aufmerksamkeit. Ja, wir sehen hier in diesem Text, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Das ist ganz etwas Wichtiges, wo ich drauf schaue. Gell? Auf was schaue ich? Das, was du anschaust, das macht etwas mit dir. Die Grafik gefällt mir auch da von dem König. Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal gezeigt habe. Da, der Gefangene da, der Mann da, steht einfach da vor dem König und der König sagt zu ihm, auf die Knie. Und ich würde natürlich dann warten, okay, jetzt müsste der dort vor dem König auf die Knie und wenn er nicht geht, dann geht der Soldat hinter ihm einen merklichen Schubs, dass er es macht. Das ist so meine Vorstellung. Und dann passiert dann das hier, dass er ihm auf die Schoß kumpelt. Und ich denke, ja genau, das passiert vielfach bei uns. Gell? Wie schauen wir etwas an? Er hat ja gesagt, auf die Knie. Auf die Knie, das macht er ja. Und so ist es in unserem Alltag immer wieder wichtig, wie schauen wir etwas an? Das ist so entscheidend. Gell? Ich kann auf die Schwierigkeiten schauen, auf Probleme, ich kann auf Fehler schauen, ich kann auf Nöte schauen. Und dann kann er sagen, es wird dich mit Sicherheit nicht glücklich machen. Aber es wird dich sensibilisieren, dass die Fehler und Schwierigkeiten und der Schmerz und alles noch viel, viel besser kannst wahrnehmen. Aber wenn du sagst, das will ich nicht, ich will von Gott her denken, ich will es geistlich anschauen, dann wirst du plötzlich sehen, Gott ist da, Gott ist in deiner Situation inne und er will dich erziehen. Was ist das Positive an der Erziehung? Das Positive ist, du bist Gott nicht gleich. Gott könnte auch sagen, ich lasse dich einfach laufen. Mach doch auch dort, ist mir gleich, schau am Schluss, was rauskommt. Das macht Gott nicht. Du bist Gott wichtig. Und darum sagt Gott, ich schaue auf dich und ich will dich erziehen, ich will dich weiterbringen, ich will, dass du dich veränderst. Aber das macht Gott nicht automatisch, für das braucht er auch deine Bereitschaft. Ja, es hat einmal ein Klinikseelsorger gesagt, wohin wir schauen, dorthin kommen wir. Ja, und das ist wirklich so. Wo schaust du hin? Gell? Wo schaust du hin? Ich möchte so gegen Schluss von dieser Predigt kurz eingehen auf die Biografie von Josef. Er schaut ja auf sein Leben zurück, dort in 1. Mose 50. Und dann geht er alles so durch den Kopf, was er erlebt hat mit seinen Brüdern. Wie sie ihn haben wollen umbringen, wie sie ihn dann in den Brunnen abgeschossen haben. Sie haben ihn rausgezogen und nachher dann in die Knechtschaft verkauft. Das macht etwas mit einem. Ihr gedacht, das Böse mit mir zu machen. Und jetzt kann ich dort hinschauen. Und umso mehr, dass ich dort hinschaue, merke ich, es macht mich verrückt, es macht mich hässig, es macht mich wütig. Und umso länger, dass ich hinschaue, denke ich, wartet ihr noch, ihr kommt dran. Ich habe jetzt Macht. Ja, das ist so wichtig. Wo schaue ich hin? Auf was habe ich meinen Fokus gerichtet? Und dann lesen wir aber, wie es dann weiter heisst, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein grosses Volk. Und das ist so eine ganz andere Sicht. Nicht wegschauen von diesen Brüdern, die schuldig geworden sind an mir, sondern auf Gott schauen. Auf Gott schauen. Und dann plötzlich sagt er nicht nur, hey, Gott hat mich gerettet, Gott hat euch gerettet, sondern er sagt, ein grosses Volk hat er gerettet. Aber wenn du dem Josef das gesagt hättest, da, wo er im Brunnen oben gehockt ist, hat er das wahrscheinlich nicht so gesehen, sondern er denkt, du bist ein Träumer oder ein Spinner. Ja, es ist so wichtig, dass wir sehen, wo und wie Gott dran ist in unserem Alltag. Wenn wir das nicht sehen, dann nimmt es uns den Mut. Dann sind wir gefrustet, dann sind wir enttäuscht und alles hat eigentlich keinen Wert. Und wenn wir sehen, Gott ist dran, dann hilft uns das auszuhalten. Und später werden wir zurückschauen können auf die Zeit, die wir nicht verstanden haben und werden können sagen, Gott hat es gut gemacht. Gott hat es gut gemacht. Gott hat es so gut gemacht. Ja, kommen wir zum Schluss. Gib mir, mein Sohn, dein Herz.
und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Das sind drei Sachen, die du beachten sollst. Das Erste, wer du bist. Das kannst du dir nicht selber sagen. Wenn du dir das selber sagst, wer du bist, dann bist du einfach ein Blöffer. Dann sagst du dir einfach irgendetwas, aber das hat vielleicht nicht Hand und Fuß. Lass Gott dir sagen, wer du bist. Jetzt vielleicht gerade noch im Gottesdienst ist gut die Möglichkeit, auch einander das zuzusprechen. Zu sagen, weißt du, was Gott über dich sagt? Und dann sag es dem anderen. Und ich sage dir, das tut unglaublich gut. Einfach zu wissen, ich bin ein Kind von Gott. Ja, sogar ein Sohn oder eine Tochter von Gott. Und dann musst du einfach wissen, dass das passieren kann. Braucht es das, dass du Gott dein Herz gibst? Also halbpatzige Sachen, die gehen einfach nicht. Dann musst du wirklich sagen, all in. Und manchmal brauchen wir dort eine Hilfe. Schwierigkeiten, Probleme können uns eine Hilfe sein, einfacher loszulassen. Und wenn wir loslassen, dann geben wir uns Gott hin. Aber dann ist nicht fertig. Gott sagt dann, ich will deine Aufmerksamkeit. Ich will, dass du mich siehst und meine Wege in deinem Alltag. Und wenn du das siehst, dann bist du wie permanent an mir dran. Und das an Gott dran sein, mit Gott verbunden sein, von Gott geführt sein, das ist tatsächlich das Beste, was du machen kannst. Amen. Vater, ich möchte dir einfach Danke sagen, dass du uns willst, als deine Kinder haben und dass deine Söhne sogar. Du rufst uns in die Nachfolge und du rufst uns auch in die Erziehung. Ich bitte dich einfach für uns, dass du uns für das die Augen auftust, dass wir das erkennen dürfen. Und ich sage dir Danke, Vater, dass dort, wo wir es erkennen, unser Herz aufgeht und wir eigentlich nichts anderes sind als der Wunsch, uns wirklich ganz dir hinzugeben. Amen.